Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuesten Hearthstone-Highlight. Heute habe ich ein ganz besonderes Highlight für euch. Heute ausnahmsweise mal aus dem Ranked-Bereich. Ich habe mir einen Priester gebastelt, den ich zu Karazhan-Zeiten sehr gerne gespielt habe. Und dabei geht es um den sogenannten Resurrect-Priest, der mit der Resurrect-Karte und dem Onyx-Bishop unglaublich geile Synergien hat. Und ja, leider ist das irgendwie seit Mean Streets of Gadget nicht mehr so wirklich spielbar, weil halt alles sehr schnell geworden ist und das Deck ist sehr langsam. Aber trotzdem habe ich mir irgendwas gebastelt, um ein bisschen, ja, aus Spaß Matches zu haben. Und genau um diesen Spaß geht es heute nämlich. Ich weiß, viele kennen das bestimmt schon und hatten es alles schon, aber ich möchte es trotzdem highlighten, vielleicht für die Leute, die es noch nicht kennen, denn es ist etwas sehr, sehr, sehr Fantastisches passiert. Und zwar, das Deck beinhaltet die Karte Kabal Kurier. Und diese besagt, dass man eine Karte discovern darf, entweder eine Warlock, eine Mage oder eine Priesterkarte. Und wenn man sehr, sehr, sehr viel Glück hat, kann man eine andere, sehr mächtige Karte kriegen, nämlich den Caldera Drake. Wenn man das Ganze dann noch mit Bran kombiniert, um seine Chancen zu erhöhen, dann ist es durchaus möglich, mit dem Priester ein OTK-Deck von einer ganz anderen Sorte zu bauen. Denn es gibt ja dann noch eine Karte und das ist die Auchenai Soul Priest. Diese besagt, dass man, ja, Schaden macht mit seiner Heldenfähigkeit, anstatt sich zu heilen. Und wenn man dann noch ein Kombo-Teil hat, nämlich den legendären Razar, der besagt, dass seine Hero-Power nur noch 0 Mana kostet, dann kann man das Spiel quasi so ein bisschen kaputt breaken. Denn wenn man dann den Caldera Drake spielt und gleichzeitig, also wenn man Razar schon gespielt hat, dann den Caldera Drake und dann die Auchenai Soul Priest, dann hat man genau 10 Mana. Und da seine Heldenfähigkeit nichts mehr kostet, kann man in aller Ruhe den Gegner totpingen. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich geil. Das ist mir passiert in dieser Folge. Viel Spaß damit. Tyrande versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Elune, give me strength. So, Kurier bleibt. Vielleicht ist es ja diesmal ein Reno-Log. Mal gucken. Nichts in Turn 1 gespielt, ist schon mal... Okay, das ist definitiv ein Renalog. Wenn er jetzt keinen Shadow Bolt hat, bleibt er auf dem Board. Ich möchte es ja nicht gesagt haben, ne? Aber ich hab's gesagt. Nice, das ist keine gute Potion. Oh. Das finde ich jetzt eigentlich sogar ganz geil. Oh mein Gott. Hab ich gerade gewonnen? Habe ich gerade gewonnen, wenn wir bis Turn 10 leben? Okay, wir brauchen Razar. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können das Spiel einfach kaputt machen. Oh mein Gott, wir können... What the fuck? Serve or die. Ey, wir können... Leute, das ist die Dream-Combo. Caldera Drake mit auch in Assault Priest. Wir müssen jetzt nur Razar ziehen. 22 Karten. Lass den Dream wahr werden. Lass Razar ziehen und wir haben in einem Turn Lethal, egal was passiert. Wir müssen nur Razar ziehen und bis Turn 10 überleben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch gegen den Renolog. Und dann stirbt der Renolog in einem einzigen Zug. Wie insane das wäre. Ich versuche jetzt ganz schnell an Katra zu kommen, ne? Oh, ich hätte vielleicht mal erst Bahn spielen sollen, wa? A mistake.
Scheiße, hätte ich erst Barnes gespielt, hätte ich ein gratis Legendary Minion bekommen. Scheiße, warum habe ich nicht zuerst Barnes gespielt? Ich habe das nicht berechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so... Und ich, mein Kopf ist die ganze Zeit nur so im Card-Draw, 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 Card-Draw. Naja. Aber wenn ich das hinkriege, dann könnte das direkt highlighten, ey. So many possibilities. Weil das braucht schon extrem viel Luck. Okay, nice one. Und jetzt nochmal traded das Holy Nova, relativ hübsch. Ja. Und dann direkt Doomsayer. Holy Nova Doomsayer erscheint mir ziemlich stark. Komm schon, Razar. Wir sind nur noch 3 Turns von 10 Mana entfernt. Komm schon, Razar. Komm schon. Make it happen. 8 Mana. Ragnaros? Ah, damit er nicht overdrawt. Okay. Oh ja, das ist auch hübsch. Das ist auch hübsch. Dann wird der Kill ein bisschen schneller gehen. Aber wir müssen sie jetzt nicht legen. Wir müssen sie jetzt nicht legen, weil das Heal jetzt nicht so wichtig ist. Jetzt nur Razar ziehen. Komm schon. Bitte. Das wäre so geil. Funnel Cakes! Get your Funnel Cakes here! Ich weiß gerade nichts mit meiner Potion anzufangen, darum spiele ich sie jetzt, damit ich wenigstens auf der Hand habe. Ja, Scammon, aber es geht nicht darum, sich unendlich zu heilen, es geht darum, mit der Auchener Soul Priest unendlich Schaden zu machen. Wow, Dreadsteed ist gar nicht mal so kacke. Man könnte sich unendlich heilen, aber die Tatsache, dass man sich einfach unendlich Schaden rausholen kann, ist... Aber Razar muss kommen. 17 Karten noch. The end is coming! Ja, jetzt Doomsayer der selber. Sehr verlockt, Confused zu nehmen. Jetzt Confused ist der weg. Ist eigentlich ganz nice. Eigentlich ist der Turn gar nicht so schlecht mit Confused. Ich könnte vorzeitig Liesel haben. Das wäre eigentlich schade, aber. I won. Welcome to the Grand Tournament Champion. Das ist halt vor allem fast Liesel. Was ist, wenn ich jetzt gewinne, obwohl ich den Dream. Hier, ich habe den Dream auf der Hand. Was ist, wenn ich jetzt einfach so gewinne? Wehe, du concedest! Wehe, du concedest! Ich hab den ultimativen Dream auf der Hand! Sucht der Reno? Oder was sucht er? Hat der noch irgendwas, was 3 Schaden macht? Komm schon. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ich hätte die Befürchtung, er sucht irgendwie einen Feuerball jetzt oder eine Torch. Irgendwas, töte ihn! Er hat eine Torch! Und ich sag es noch. Ich sag es noch. Ah, großartig. Ah, großartig. Süß. Er hat nämlich keinen Reno auf der Hand. Oh Mann, wo ist Razar? Komm schon, ich will... Mein Dream ist, dass er Reno spielt und ich danach die Combo mache und dann sitzt er einfach so zu Hause und denkt sich so, fuck my life, ich deinstalliere jetzt Hearthstone. Das wäre der Dream. Oh Mann, ey. Ich meine, es könnte sein, dass ich das Match verliere, weil ich das unbedingt will, ne?
Vielleicht verliere ich dadurch das Match. Who knows what secrets will uncover? My shield for Argus. Ah, ich verliere vermutlich das Match dadurch. Ja! Da ist er ja! Da ist er ja! Ja, wunderbar! Ein Turn warten wir noch. Ich habe keine Lust, jetzt durch irgendeine komische Combo zu sterben. Oh, der Dream! Ich muss halt jetzt so schauen, dass ich nicht sterbe durch irgendeine Combo in einem Turn. Das wäre sehr bitter. Okay. Er macht mit... Nee, er kann nicht. Okay, 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 okay. Vielleicht muss ich es vorzeitig beenden. Also ich hätte jetzt schon Lethal, ne? Ich hätte jetzt Lethal. Ich würde jetzt sie auch in der Soul Priest spielen. Würde dann für 4 Schaden Face gehen und würde noch mit dem Dreadsteed finishen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen das nicht. Oh, hoffentlich klappt es. Kannst du jetzt bitte, bitte Reno spielen? Bitte. Eigentlich ist es egal. Ich könnte das ultimative BM machen. Ich könnte das ultimative BM machen, indem ich erst Caldera Drake spiele, ihn komplett hochheile, um Jahni auch in der Soul Priest zu spielen, um ihn komplett down zu machen. Oh, das wäre so insanely funny. Oh mein Gott, wir machen das, oder? Das ultimative BM. Okay, ich habe aber nicht viel Zeit. Ich habe nicht viel Zeit. Blessings to you. Das ist so geil. Das ist so unendlich geil, ey. Ah, oh, herrlich. Ich glaube, Botclear machen wir auch noch. So. Ja, ich beeil mich ja schon. Ja. Hier vielleicht noch. Dann geben wir nochmal einen da rein. Ja, das ist in Ordnung. Okay, bringen wir es zu Ende. Boom! Grandios! Wundervollster Turn aller Zeiten. Das geil. Ich hoffe, mein geiles Caldera Drake Highlight hat euch gefallen. Ich habe das im Übrigen noch viele weitere Male versucht, der Drake ist aber nie wieder erschienen. Im letzten Video habe ich ein cooles Tavern Brawl Highlight für euch. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt einfach auf das Video oder checkt die Videobeschreibung aus und wir sehen uns am Mittwoch zu einem weiteren Highlight wieder.